Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, bei dem Sie leider nicht dabei sein können. Eigentlich haben wir heute den Sonntag Letare. Letare ist das kleine Ostern, das Freudenfest in der eigentlich freudlosen Fastenzeit. Lassen Sie uns miteinander Gottesdienst feiern. Lassen Sie uns auf die Musik hören, die Worte Gottes wahrnehmen und einfach in Gedanken beieinander sein. Der Psalm für diese Woche ist der Psalm 84. In Ihrem Gesangbuch ist er unter der Nummer 734. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach deinen Vorhöfen. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die dich loben immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet und vernimm es, Gott Jakob. Gott unser Schild, schaue doch, sieh doch das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und so beten wir weiter. Herr, es sind besondere Zeiten. Das menschliche Miteinander ist auf Distanz. Direkte Kontakte von Angesicht zu Angesicht müssen vermieden werden. Das fällt uns so schwer. Auf vielen elektronischen Wegen bekommen wir aber dein Wort angeboten. Gib uns die Kraft und die Muße, es zu hören und zu sehen. In Videokonferenzen und Telefonaten bleiben wir mit anderen Menschen in Kontakt. Lass uns auch deine Nähe spüren. So wollen wir in der Stille, Herr, unsere Sorgen und Nöte vor dich bringen. Oh, no.
Schriftlesung steht bei Johannes 12. Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Sie gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir wollen Jesus sehen. Und Philippus ging zu Andreas und erzählte ihm von dem Anliegen. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten ihm. Jesus antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Amen, Amen, das sage ich euch. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt nicht für das Wichtigste hält, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss auf meinem Wege folgen, denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mit mir dient, der wird beim Vater Anerkennung finden. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie liebt. Freut euch mit ihr, alle, die über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an der vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach.
Da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ja, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knecht und den Zorn an seinen Feinden. Liebe Schwestern und Brüder, Gott Vater, das geht uns leicht über die Lippen. Unser Bild von Gott ist männlich geprägt. Gott, der Schöpfer, der Schaffer, kräftig und mächtig. Oder ist es doch der alte Mann mit dem langen weißen Bart auf einer Wolke, dieses bekannte Bild? Vielleicht ist es auch ein kräftiger Mann auf dem Feld. Oder stellen wir uns Gott vor, Jesus, mit wallendem Gewand und langem, blonden Haar. Es sind natürlich wunderbare Bilder, doch entsprechen sie dankenswerterweise keiner Realität. Unsere Gesellschaft hat diese Bilder für sich übernommen und sie wirken bis heute nach. Was bisher als systemrelevant bezeichnet wird, muss neu bewertet werden. Und vielleicht hilft es auch, unser Gottesbild zu überdenken oder zu ergänzen. Wenn wir uns umschauen, sehen wir eine andere Wirklichkeit. In vielen Bereichen sind die Frauen die Wichtigen, die wirklich Wichtigen. Und Corona zeigt uns das täglich. Frauen sitzen an den Kassen der Supermärkte und räumen die Regale ein. Sie sind als Erste von der Infektionsgefahr bedroht. Frauen bedienen uns in den Metzgereien, beim Bäcker, im Gemüseladen. Und in den Krankenhäusern sind es zumeist Frauen im Pflegepersonal. Auch in den Kranken-, Alten- und Pflegeheimen, bei den ambulanten Pflegediensten sind Männer ganz selten. Als Ärztin sind ebenso viele Frauen da, wie es noch Männer gibt. Nur auf den Chefsesseln sitzen die Männer noch. Doch wie können wir unseren Blick frei bekommen für Gott, der uns auch ganz Mutter ist? Gott tröstet, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Gott pflegt unsere Seele wie eine Pflegerin und heilt wie eine Ärztin. Alle guten Gaben kommen auch von Gott, die mir so lebensnotwendig über die Theke gereicht oder an der Kasse kassiert werden. Das sind ungewöhnliche Bilder. Wir gewöhnen uns wirklich nur sehr vorsichtig daran. Und innerlich mag so manche oder so mancher denken, das ist nicht recht. Diese Bilder sind vielfältig in der Bibel angelegt, nicht nur an dieser Stelle bei Jesaja. In den entscheidenden Augenblicken, in dem allerentscheidendsten Augenblick sogar, war es eine Frau, die Gottes Hilfe und Gegenwart zum Durchbruch hatte. Unser Leben ist unsicher geworden. In so manchen. Einige von uns denken zurück an die Zeit vor 75 Jahren. Hunger und Mangel haben damals einen starken Eindruck hinterlassen. Damals war wirklich alles anders. Zerstörung, Bomben, Hungerwinter,
Es war wirklich nicht mehr da. Einige denken auch vielleicht an die Lagerzeiten, zusammengepfercht mit anderen. Oder an die Zeit, wo Menschen bei uns einquartiert waren oder wir bei anderen Menschen in der Wohnung mitleben mussten. Und vielleicht denken wir auch an die Menschen in den Flüchtlingslagern im Libanon, in Jordanien, in der Türkei, in Libyen. Die Lager auf den griechischen Inseln und Italien, um nur einige zu nennen. Davon gibt es noch viel, viel mehr auf dieser Erde. Dort in den Lagern herrscht Mangel. Ein Abstand von nur 2 Metern ist dort einfach nicht möglich. Es ist alles viel zu eng. Und der Coronavirus hätte oder hat dort alle sofort infiziert. Wir sind in der Lage, das Leben zu meistern. Wir helfen uns gegenseitig. Es gibt genug Platz und der notwendige Abstand kann eingehalten werden. Wir haben genügend Vorräte im Schrank und im Keller. Trotz aller Hamsterei gibt es immer noch Toilettenpapier in den Geschäften. Und auch die Nudeln, die Butter, das Brot und der Wein werden uns nicht ausgehen. Und die Laster fahren, und dort sind es meist Männer tatsächlich, die Laster fahren weiterhin und die Lebensmittelherstellung geht genauso weiter. Es wird sich einiges ändern. Durch die geschlossenen Grenzen kann der Spargel vielleicht nicht pünktlich geerntet werden. Und hoffentlich verrotten die Erdbeeren auf dem Feld nicht. Denn wer packt normalerweise mit an? Es sind Menschen, die diese Arbeit zum Teil seit Jahrzehnten bei uns tun. Menschen zum Beispiel aus Polen und Rumänien. Und in der Obsternte später im Jahr und bei der Weinlese können diese Menschen hoffentlich wiederkommen und uns helfen. Trotz aller Unsicherheit, trotz aller Fragezeichen, Letare ist ein kleines Ostern. Es gibt viele große und kleine Hoffnungszeichen. Wir kommunizieren auf neuen Wegen. Die digitale Schule macht große Fortschritte. Hilfsangebote für Menschen, die nicht mehr aus dem Haus können, sind da. Wir erreichen die Pfarrämter und die Ortsvorsteher auch ungefragt. Viele Menschen sehen sich, sehen von sich und ihren eigenen Bedürfnissen ab und nehmen jetzt plötzlich die anderen in den Blick. Nachbarinnen schauen, wie es den anderen geht, bieten sich an und leisten Hilfe. Es gibt also gute Entwicklungen in dieser Zeit. Trotz aller Einschränkungen und Grenzen. Zünden Sie eine Kerze an. Stellen Sie die abends um 19 Uhr ins Fenster. Und wenn überall in Obersulm die Glocken läuten, sprechen Sie ein Gebet. Dann öffnen Sie das Fenster und singen laut mit den Nachbarinnen und Nachbarn zusammen. Der Mond ist aufgegangen. Oder nehmen Sie ein Instrument und spielen Sie mit. So erleben wir Ostern im Kleinen. So leuchtet ein Licht und wir sind in Gemeinschaft. Miteinander und mit Gott.
Gott, die uns tröstet, wie eine Mutter ihr Kind. Lasst uns beten und Fürbitte halten. Zunächst beten wir mit Worten von zwei Konfirmanden. Herr, wir danken dir für alles, was du uns auf und mit der Welt gegeben hast. Wir danken dir für all die Liebe, die du uns geschenkt hast. Darum bitten wir für alle Menschen, denen es im Moment nicht gut geht, die vielleicht gerade schwach oder verzweifelt sind. Hilf ihnen auf einen besseren Pfad des Lebens und gib ihnen eine zweite Chance. Danke, Gott. Guter Gott, wir danken dir, dass du die Jugendlichen auf ihrem Lebensweg begleitest. Diese Begleitung hast du den Eltern bei der Taufe versprochen. Du erneuerst dein Versprechen jeden Tag. So manches Mal singen wir allein und mit schwacher Stimme. Doch wir sind nicht allein. Wir mögen getrennt sein von unseren Freundinnen und Freunden, aber allein sind wir nicht. Wir singen Jesu meine Freude und singen es mit bangem Herzen, in Sorge um die Kranken, und sie sind nicht allein. Wir singen mit bangem Herzen in Trauer um geliebte Menschen und sind doch nicht allein. Wir singen Jesu meine Freude. Wir singen es unter deinen Schirmen. Wir singen es
und bitten um Schutz und Schirm für alle, die pflegen, die forschen, die retten. Wir singen es und bitten um Frieden in unserem Land, bei unseren Nachbarn in Syrien und überall auf der Welt. Allein und mit dir verbunden singen wir, Jesu, meine Freude. Wir singen und loben dich. Wir beten zusammen mit unseren Freundinnen und Freunden. Wir singen und hoffen für alle, um die wir Angst haben. Und wir vertrauen uns dir an, heute, morgen und jeden Tag. So beten wir mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin in diese Woche, in das Leben unter dem Schutz und Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.